Wasserstoffperoxid, H2O2. Darum geht es heute, aber ich muss mir erstmal Wasser holen. Wir haben schon 13:30 Uhr. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Es geht heute um Wasserstoffperoxid, H2O2. Das nehmen wir aus der Aquaristik mit. Dort mache ich das wegen der Hygiene, um die Gerätschaften zu säubern jedes Mal und so weiter. Und wir werden das jetzt auch für die Pflanzen anwenden. So, wie verdünnen wir das Ganze? Weil so können wir es nicht anwenden. Wir haben eine 6%ige Lösung. Bei einer 3%igen Lösung würde man jetzt 3 Milliliter auf 1 Liter nehmen. Wir nehmen also 1,5 Milliliter auf 1 Liter. Aber um uns das zu vereinfachen, weil das in der Handhabung doch auch ein bisschen heikel ist, sollte man ein bisschen aufpassen mit dem Zeug. Ist nicht ganz ohne. Werden wir das verdünnen vorab, um dann fortlaufend eine größere Menge zur Verfügung zu haben und nicht ständig 1,5 Milliliter abmessen zu müssen. Dann nehmen wir nämlich jetzt einfach mal das Zehnfache. Nein, ich habe hier nicht abgemessen, das machen wir jetzt. Das Zehnfache, also 15 Milliliter. 15 Milliliter. So, nehmen wir unsere neue Spritze hier und ziehen hier 15 Milliliter raus. So, und das kommt jetzt hier in 1 Liter Osmosewasser rein. Wir werden das aber auch austesten. Komme ich noch genug drin? Ja. Wir werden das aber auch austesten im Leitungswasser, um mal zu gucken, wie das Leitungswasser reagiert. Ich denke mal, das könnte auch sehr interessant sein. Wir verwenden das Ganze dann zum Gießen der Pflanzen, insbesondere auch in der Hydrokultur, aber nicht nur, sondern das kann man tatsächlich auch in Erde machen. Und dementsprechend starten wir das Ganze heute. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe schon so zwei Tests habe ich gemacht insgesamt schon. So, vorsichtig an die Seite stellen. Nee, boah, ich stelle es ganz weg hier, bevor ich mir das gleich umschmeiße. Das wäre nämlich nicht so der Burner. So, das Gemisch, das kommt jetzt in eine verschlossene, also Licht. Undurchlässiges Gefäß. Ich habe das Glück, dass ich schon einen Wasserstoffperoxidkanister hier habe, der leer ist. Da werde ich das Ganze nämlich jetzt gleich reinpacken, um daraus dann das abnehmen zu können. Und dann nehmen wir also nicht 1,5 Milliliter auf 1 Liter, sondern 15 Milliliter auf 1 Liter. Das ist dann, wie gesagt, schon mal zehnfach verdünnt. Das ist dann besser, ne? In der Anwendung vor allem. Wenn dann ganz, Moment, jetzt wollte ich so machen. Nein, mach du das bitte nicht. Deswegen habe ich mir extra das Ding genommen. Wobei, ich würde so einfüllen. Mach du es aber bitte nicht. Ne? So, dann nehmen wir unseren Trichter und füllen das hier rein. Aber vorsichtig, hier geht nur 1 Liter rein. Und wir haben jetzt 1 Liter und 15 Milliliter drin. Ne? Sonst läuft dir das gleich über. Oder mir läuft das dann dementsprechend über. Wäre jetzt aber auch nicht ganz so tragisch. Aber trotz alledem achten wir doch drauf, dass wir das nicht unbedingt hier jetzt so machen. Ne? Ich hoffe, dass jetzt geht wirklich 1 Liter rein. Ne? Nicht, dass manchmal ist das ja so, ne? Weißt du? Manchmal ist das ja so, ne? So, hör mal auf. Ich gucke einfach mal rein hier. So, ja, das wird schon. Aber den Rest lasse ich hier drin. Und somit haben wir jetzt unsere verdünnte Brühe. Deckel drauf. Dann haben wir das jetzt soweit schon mal gestartet. So, Leitungswasser kennen wir die Parameter. Da haben wir pH-Wert 7,5 und Mikrosiemenswert von 450 ungefähr. Mal gucken, wie sich das im Laufe der Zeit dann verändert. Ich stelle das schon mal an die Seite hier. Ja, das wird eine sehr interessante Geschichte. Mal gucken, wie das gleich reagiert auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mir das aber hier draufschreiben gleich sofort, bevor ich mache erstmal ein Kreuz hier drauf. Und nachher schreibe ich mir das drauf, dass ich weiß, welche Dose das ist. Ne? Das haben wir jetzt also zehnfach verdünnt und dementsprechend können wir 15 Milliliter rausnehmen und dann den 1 Liter Wasser dazugeben. Und das können wir dann mit der Düngerlösung ansetzen und dementsprechend die Pflanzen gießen oder dementsprechend halt in der Hydrokultur nachfüllen oder in der Hydroponik. So, das war jetzt erstmal das Allerwichtigste. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, was so passiert. So, wir haben jetzt hier ein Schätzchen. Das möchte ich damit auch behandeln. Und zwar haben wir Wurzelfäule. Bei dem Schätzchen ist jetzt nicht ganz so schlimm. Es entwickeln sich auch mittlerweile hier im oberen Bereich neue Wurzeln. Von daher ist das soweit okay. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das einfach mal ausprobieren, wie die Pflanze drauf reagiert. Moment, jetzt müsste ich das aber gleich wahrscheinlich nochmal verdünnen. Lol. Aber auf, ich sammle mich mal kurz und geht gleich weiter. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Also wir sehen, wir können aus der Aquaristik also auch hier etwas mitnehmen. Ich habe jetzt hier 15 Milliliter nochmal rausgenommen und den Rest hier reingefüllt. Und das passt. Passt tatsächlich wunderbar. So, muss ich aufpassen gleich, was ich hier verwende, ne? Ganz wichtig. Okay, wir haben also hier nochmal 15 Milliliter drin. Gießen jetzt hier wieder 1 Liter Wasser rein. Und dann werden wir erstmal nur das Wasserstoffperoxid dazu packen. Warum, sage ich dir gleich. Und noch keine Nährstoffe.
So, okay, das kommt jetzt dazu. Und jetzt packen wir das hier rein, wo wir das bisschen Wurzelfäule dran haben tatsächlich, um mal zu gucken, wie das reagiert. Ja, du hast gesehen wahrscheinlich, ne? Ich habe die Pflanze jetzt rausgenommen, ist in einen Topf hier rein, weil das jetzt einfacher zu beobachten ist dann tatsächlich auch, ne? So, das gießen wir jetzt da rein, müssen wir nochmal umrühren. Ja, machen wir mal, ne? Machen wir einfach mal ein bisschen punchen hier. Hier kommen wir auch gleich zu. Da hatte ich nämlich schon einen Test gemacht, nicht mit der Pflanze, mit einer anderen Pflanze. So, das gießen wir jetzt mal rein hier. So lange, bis ausreichend drin ist, ne? Dass die Wurzel also komplett drin ist tatsächlich. So, wir können das auch noch für viele andere Zwecke verwenden. Das wird also wirklich sehr interessant im Laufe der nächsten Zeit, definitiv. Noch interessanter als das Calciumcarbonat. So, das lasse ich jetzt so, wie das ist erstmal. Stellen wir rüber. Wir werden die Pflanze natürlich, ach so, bevor ich das vergesse, vielleicht hast du es gesehen, wir haben hier einen Braunanteil drin, klein, seit heute, ne? Ja, so ist das manchmal. So. Warum? Weil keine Nährstoffe drin sind, sondern nur reines Wasser. Aber es geht hier um die Wurzelung und da ist das nicht so schlimm, wenn der Stecki dann mal hässlicher wird in dem Sinne. So, wir haben jetzt hier einen dreckigen Untersetzer. Da gieße ich mal eben raus hier. Den Untersetzer selber, den belassen wir so. Und hier werden wir jetzt das tatsächlich drüber gießen auch, über das Substrat. Also, da bin ich mal gespannt drauf, wie die Pflanze darauf reagiert. Das wird also, ja, eine sehr interessante Geschichte, denn das Zeug, ja, tötet, ich sag's mal so, nicht nur Viren, Bakterien, sondern auch Mikroorganismen tatsächlich und Algen werden auch zerstört dadurch. Und das Allerschönste ist H2O2 zerlegt sich zu H2O2 nicht, sondern zu Wasser und Sauerstoff. Ne? Das heißt also, wir bekommen hier ins Substrat Sauerstoff rein. Und noch viel wichtiger die Geschichte hier in der Hydrokultur oder Hydroponik, dann bekommen wir nämlich auch hier tatsächlich Sauerstoff rein. So, das sollte erstmal ausreichen. Mal gucken, ob gleich eine Reaktion auftritt oder nicht. Komm, ein kleines bisschen Gießwasser noch rein. Das wird einen Moment dauern jetzt. Und da schauen wir gleich mal nach. Wir haben bei dem Schätzchen jetzt ein Problem. Er hatte Spinnmilben gehabt. Dummerweise habe ich das dann noch nicht versucht, sondern habe mit Blattgranspray eingesprüht. Hat wie immer funktioniert. Und jetzt haben wir hier einen Neuaustrieb, der wunderschön herauswächst. Ne? Vorher war der abgestorben, also die Blätter waren abgestorben durch die Spinnmilben. Und das hat funktioniert. Aber mal gucken, ob wir dann auch Spinnmilben und Kokagee mit dem Wasserstoffperoxid behandeln können. Also man kann die Pflanzen damit auch einsprühen. Aber wie empfindlich welche Pflanze wie ist, das ist eine andere Sache. Vor allen Dingen insbesondere beim Neuaustrieb. Das müssen wir beobachten, würde ich sagen, auch gemeinsam. Definitiv. So, dann mache ich nochmal einen Cut und dann geht es gleich weiter. Bei der Lösung zum Gießen haben wir jetzt einen pH-Wert von, ja, nicht ganz 6, also 5,9 eigentlich eher. Und das gleiche haben wir auch etwa hier, wo ich das reingegossen habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinbekomme. Ich versuche es einfach mal. Hier sind wir auch bei 6,5. Ja, interessant und wichtig vor allen Dingen, denn wir wissen, die Mango beispielsweise, die braucht einen relativ hohen pH-Wert, also um 7, ne, neutral. Das heißt, ja, wie wird das jetzt langfristig reagieren? Ich glaube, so 24 bis 48 Stunden oder so ist die Reaktion des Wasserstoffperoxid. Ist natürlich auch abhängig von den ganzen Faktoren, die dazu spielen, ganz klarer Fall, ne? Als jetzt nur im Wasser dementsprechend drin. Das heißt, wir müssen abwarten hier. Wir belassen das so, wie das ist und werden das dann fortlaufend kontrollieren und dementsprechend später mal sehen, wie das dann ist. So, okay, das war jetzt hier im reinen Wasser, also Osmosewasser. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht im Leitungswasser. Da gibt es tatsächlich keinerlei Veränderung. Hier haben wir pH-Wert von, ja, kannst du sagen 7,4. Also das ist tatsächlich so geblieben, interessanterweise. Ja, okay, das nehmen wir heute erstmal so mit zum Nachdenken. Zum Einsprühen der Pflanze brauche ich natürlich ein Sprühgerät. Und ich habe jetzt noch ein älteres hier, da hatte ich damals Buxal drin gehabt. So, reißen wir den mal ab hier, den Zettel. Weiß nicht, wie lange das rumsteht, ein Jahr oder noch länger. Und das müssen wir erstmal cleanen. Und von da nehmen wir jetzt die verdünnte Lösung, die wir hatten, ne? Also die 15 Milliliter, dementsprechend in dem einen Liter Osmosewasser und gießen die hier rein. Und werden das Gerät hier erstmal desinfizieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lange muss man da drin lassen, dass wirklich alles weg ist, ne? Alles vergangen ist in dem Sinne, das weiß ich noch nicht. Aber nichtsdestotrotz werden wir das schon mal machen. So, ich werde aber hier im Raum nicht rumsprühen damit jetzt erstmal, ne? Ganz klarer Fall. Was ich aber schon mal machen kann, schon mal schütteln, dass also überall auch was hinkommt, richtig.
Und dann gehe ich da gleich mit ins Badezimmer und sprühe auch ordentlich, dass hier das Gefäß, wollte ich gerade sagen, das ganze System einmal befüllt wird mit der Lösung. Und dann müssen wir das rumstehen lassen. Die Frage ist halt nur noch, wie lange? Reicht dann eine halbe Stunde, 10 Minuten oder eine Stunde? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wenn ihr da Erfahrung habt, dürft ihr uns gerne mitteilen. Wird sich jeder Zuschauer darüber freuen, wenn er dann in die Kommentare mal guckt und sich auch dort Informationen holen kann. Denn ich denke, der eine oder andere von euch hat mit Sicherheit schon richtig Erfahrung oder mehr Erfahrung, sage ich mal. Wir fangen jetzt erst an damit. Ne? Da wird sich jeder darüber freuen, denke ich mal. Und ich auch. Okay. Wenn man ganz am Anfang ist, dann hat man ganz viele Ideen und möchte sofort alles Mögliche ausprobieren. So, wir haben jetzt ein langes Projekt hier, das ist also wirklich schon sehr lange läuft. Das hier habe ich auch lange Zeit gar nichts mehr gemacht an dem Schätzchen hier. Das sind Orchideen und hier ist also auch Algenbelag drin und so. Das sieht nicht mehr so dolle aus, ne? Das gieße ich mal eben raus, die Suppe. Mal rausgießen. So. Ah, das wird schon interessant, auch was das pH-Wert technisch angeht, alles hier. Das wird sehr interessant. So, ich könnte jetzt auch sagen, ich beende das Projekt, mache ich jetzt auch in dem Sinne, wir starten es neu. Weil ich habe so viele Klamotten rumstehen, die ich schon ewig habe und dann möchte ich dann doch auch mal gucken, dass wir irgendwas Neues mal machen. Und dann machen wir das jetzt. So, wir nehmen jetzt wieder 1 Liter Osmosewasser hier. Ja, auch die Kanister werden mit der Zeit ein bisschen grün tatsächlich, also auch da können wir uns behelfen, ne? Dann geben wir hier auch mal ein bisschen Wasserstoffperoxid rein und lassen das mal wieder vergehen in dem Sinne. So, dann nehmen wir jetzt den richtigen hier, die verdünnte Version, ne? Da habe ich extra Kreuz dran gemacht und werden davon erstmal was abfüllen. Wenn du jetzt was hast, wo du 15 Milliliter abfüllen kannst, dann ist am besten, ne? Ich habe jetzt gerade kein passendes Gerät dafür, also gieße ich mir das hier einfach rein. Ich muss sowieso mehr davon haben, ne? Also nicht nur für 1 Liter, sondern wenn ich hier gieße, dann sind das schon so je nachdem 15, 20, 30 Liter, ne? Also so von daher, so wo habe ich jetzt unseren, da. So ist das manchmal, ne? So, 15, Moment. 15, ja 15, doch 15, bin schon ganz durcheinander hier. 15 Milliliter. Wenn du sowas das erste Mal machst, schreibst du ja auf, ist besser, glaub's mir. So, dann gehen wir von der verdünnten Lösung hier tatsächlich dann auf 1 Liter. Holen das auch noch mal ein bisschen um. Hier sehe ich jetzt gerade keine Reaktion, das wundert mich. Ja, vermutlich ist die Konzentration zu gering, aber sollte trotzdem funktionieren. Wollen wir mal gucken, ne? Bisher habe ich das, wie gesagt, nur zweimal angewendet, allerdings mit dem, was ich so für die Geräte zum Reinigen genommen habe. Das habe ich Pi mal Daumen gemacht. Ne? Da habe ich immer einen Schluck reingegossen, einfach und gut ist. Aber hier müssen wir es jetzt genauer machen, damit wir unseren Pflanzen auch nicht schaden. Von daher ist weniger auf jeden Fall mehr. So, das gießen wir jetzt mal rein hier. Und lassen uns auch hier überraschen, wie das Ganze reagiert miteinander dann. Ne? Das ist halt so. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Zum Einsprühen kann ich jetzt schon mal sagen, wir brauchen irgendwas, um die Oberflächenspannung wegzubekommen, weil sonst rollt ihr das Wasser vom Blatt einfach runter. Ne? Zumindest bei dickblättrigen Blättern ist das so. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, wir haben jetzt einen pH-Wert von 6,1, geht noch ein bisschen runter, 6,14, geht noch runter, ja, 6,13, muss ein bisschen stehen lassen, denn da müssen wir jetzt tatsächlich gucken, dass wir dort den pH-Wert etwas erhöhen, denn die Monstera, die mögen so einen niedrigen pH-Wert nicht, ne? Von daher gucken wir, dass wir das auch noch irgendwie handhaben. Ja, okay, auch das müssen wir jetzt rumstehen lassen einfach und dementsprechend dann beobachten. So, jetzt gibt es nochmal einen Cut und dann geht es gleich weiter. So, dann geht es weiter im Experiment. Wir haben jetzt wieder 1 Liter Osmosewasser, 15 Milliliter von der verdünnten Version, H2O2, kommt hier wieder rein. Schon mal an die Seite. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den pH-Wert ein bisschen höher kriegen. Denn wir haben jetzt hier einen pH-Wert von knapp 6. Das ist ein bisschen wenig, ne? Das ist ein bisschen wenig. So, ich habe nach bekannter Manier, kennen wir vom letzten Film, Calciumcarbonat hier zugegeben erstmal. Aber hier muss ich mich auch erstmal wieder rantasten. Je nachdem, was man dazu gibt, dann, ne? So, das kommt schon mal hier rein. Dann rühren wir das nochmal um. Das heißt, wieder warten, wieder messen. Ja, so ist das. Ne? Experimente macht man nicht mal eben schnell, sondern das dauert alles seine Zeit. Von daher, so, dann hänge ich den nochmal rein hier. Und das heißt, wieder ein bisschen warten. Wir wissen schon, wenn wir Dünger dazugeben, dann verändert sich der pH-Wert wieder. Ne? Deswegen müssen wir erstmal irgendwie einen Ausgangswert kriegen mit der Zeit, um da dementsprechend darauf reagieren zu können. Das wird noch nicht reichen. Jetzt geht er langsam hoch. Okay, das heißt also wieder warten. Gegebenenfalls werde ich gleich nochmal was dazu führen. Und wenn ja, dann zeige ich euch auch nochmal, wie das geht. Denn ich denke mal, nicht jeder hat den letzten Film gesehen über das Calciumcarbonat. Von daher gucken wir gleich mal. Aber wie gesagt, jetzt muss ich erst wieder abwarten. 5 Minuten später, wir haben jetzt pH-Wert von 7.
steigt tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen, denke ich mal. Ich gucke mal gerade. 701, aber kann jetzt nicht mehr viel steigen. So, wir werden jetzt ein bisschen Dünger dazugeben, aber nicht viel, denn unser Stecki, wie gesagt, der muss erstmal richtig wurzeln. Aber ganz ohne Nährstoffe geht es auch nicht. Und der ist ja jetzt gerade dabei, Wurzeln auszubilden. Also bei 704, ein kleines bisschen steigt er noch. Ich werde mal hier tröpfchenweise beigeben, würde ich sagen. Mal, weiß mal, 1, 2, 3, 4, 5. Tröpfchen. Und dann können wir jetzt auch gleich sehen, oder auch nicht, je nachdem. Ne? Wenn die Menge auch nicht ausreicht, dann natürlich nicht. Ne? So, und da stellt sich jetzt die nächste Frage. Wie ist das, wenn die Reaktion vom Wasserstoffperoxid vorbei ist? Ne? Was passiert dann? Guck, geht schon runter. Das ist schon bei 6,6. Ja, also man kann tatsächlich den pH-Wert steuern, auf jeden Fall mit dem Calciumcarbonat. So, okay. Das heißt, ich warte aber trotzdem jetzt noch, nee, noch nicht ausgießen, ich warte jetzt trotzdem noch ein bisschen. Und wie gesagt, wenn in 24 oder 48 Stunden die Reaktion vorbei ist von dem H2O2, wie wird sich dann der pH-Wert einpendeln? Ne? Das wird auch noch interessant. Also es wird doch eine längere Geschichte, genauso wie, mit dem Calciumcarbonat dementsprechend auch. Ne? So, jetzt sind wir bei 6,7 ungefähr. Ich drehe nochmal kurz. 6,7,2. Aber das reagiert jetzt miteinander. Das muss natürlich, dann müssen wir das mal stehen lassen wieder. Okay. So, bei der ganzen Messerei, hier dürfen wir eins nicht vergessen, das sind alles Momentaufnahmen. Ne? So, wir haben jetzt einen Mikrosiemenswert von 120 hier drin. Kann ruhig noch ein bisschen mehr sein. pH-Wert liegt jetzt bei 6,97. Das ist soweit eigentlich okay, würde ich sagen. Hör mal auf. Dann belassen wir das jetzt so. Also man muss das anpassen, ne? Mit dem Calciumcarbonat und den Nährstoffen, zur Nährstoffzusammensetzung. Das verändert sich dann dementsprechend. Aber das ist alles noch Lernfaktor hier. Von daher ist das soweit schon mal ganz okay. So, dann kommt das Wasser nämlich raus hier. Und dementsprechend füllen wir das andere jetzt hier rein. Weil es einfach besser ist. Ne? Der pH-Wert darf also nicht so niedrig sein. Ich rühre trotzdem nochmal um kurz. Besser ist das. Besser ist das. Ja, wie gesagt, das sind jetzt Experimente, die wir tatsächlich jetzt in Mitte des Jahres noch starten. So, dass die Wurzel komplett bedeckt ist. Okay. Also wir haben bis jetzt auch noch keine heftige Reaktion, hier auch hier nicht. Hier und da sind so ein bisschen Blasen zu sehen, aber nur ganz, ganz, ganz schwach. Das heißt im Klartext, hast du gar nicht gesehen, das heißt im Klartext, vielleicht könnte man die Dosis noch erhöhen, aber da sind wir vorsichtig, weil wir das Zeug regelmäßig anwenden wollen hier. Und von daher lieber ne, weniger erstmal und dann kontinuierlich als ganz viel und ganz viele Probleme. Die wollen wir dann natürlich auch nicht. Warum hat der sich jetzt verstellt oder was? Moment mal, ich muss mal gucken hier. Oder hatte ich das tatsächlich so eingestellt hier? Doch, voraussichtlich doch. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Okay, also. Mäßig, ne? Erstmal rantasten an die ganze Geschichte, wie sich das dann jetzt weiterentwickelt. Okay. Schauen wir uns jetzt mal die Reaktion an hier bei der Orchidee, wie das aussieht. Das sieht nämlich sehr interessant aus, muss ich sagen. Ne? Hat jetzt einen Moment gedauert, aber ja. Jetzt geht das so langsam los, ne? So langsam. Ich drehe das mal ein bisschen, dass wir die Geschichte mal jetzt sehen, wie sie jetzt aussieht. Damit wir dann beim nächsten Mal, wenn wir sie wiedersehen, dann wissen, was hier so eigentlich so passiert ist. Ne? Das spiegelt jetzt zwar ein bisschen, aber ich denke, man kann es so einigermaßen erkennen hier. Ja, okay, dann lass uns überraschen, wie das damit weitergeht. Mit dem Schätzchen, Mikrosiemenswert ist hier ungefähr bei 60 und der pH-Wert liegt bei 6,6. Allerdings über eins nicht vergessen, diese Hydrokugeln hier, diese Tonkugeln, die sind schon sehr, sehr alt. Ne? Also die liegen schon lange im Wasser. Mit neuen Kugeln in dem Sinne sieht das ganz anders aus, denn die haben auch einen relativ hohen pH-Wert. Sollten wir auch nochmal ein paar Tests bei gegebener Zeit dann machen. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Okay. Auch heute kommen wir natürlich zu der Monstera Thai Constellation. Wir sehen, der pH-Wert sinkt. Wir sind jetzt bei 6,77. Müssen wir weiter beobachten. Also das müssen wir jetzt wirklich tagtäglich verfolgen, um zu sehen, wann er oder ob er und inwieweit er abballert mit dem pH-Wert. Okay, und dann kommen wir jetzt zu einem Projekt aus dem vorletzten Film. Vor zwei Tagen haben wir das Projekt gestartet hier. Wir hatten hier einen pH-Wert, aber jetzt kann ich selber gar nicht ablesen. Dumme Sache, ne? Also, wir hatten einen pH-Wert von 7,1, Mikrosiemenswert von 375. Wie gesagt, das war vor zwei Tagen. Heute sieht das Ganze nämlich anders aus. Wir haben einen pH-Wert von 6,8 und Mikrosiemenswert. Man sehe und staune. Ich habe garantiert nichts verändert. So, ich hoffe, man kann es jetzt auch sehen. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal auf die andere Seite gehen. Müsste man eigentlich erkennen können. Ne? Was haben wir jetzt hier?
460 Mikrosiemens. Ja, also tatsächlich ist der Mikrosiemenswert nach oben gegangen. Interessanterweise. Und das in so kurzer Zeit. Wir hatten 375. Ne? Also ist schon eine sehr interessante Sache. Also war ich letztes Mal doch nicht so verkehrt, dass ich überrascht war, dass die Werte so gewesen sind. Ne? Ja, okay, das nehmen wir auf jeden Fall so mit, wie es gegeben ist. Der Pflanze geht es nach wie vor richtig gut. Mal eben anheben hier, dass wir die Wurzeln angucken können. Die sehen auch super aus. Also hier ist alles soweit okay. Aber das ist schon interessant, wie die Werte sich so verändern, ne? Wie die Sachen miteinander so reagieren in dem Sinne. Coole Sache. Für mich finde ich auf jeden Fall. So, und auch hier die Wurzeln sehen nach wie vor gut aus. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass der pH-Wert nicht zu weit runter geht. Ne? Das ist ganz wichtig. Und dann kommen wir zu noch einem Projekt. Und zwar muss ich nochmal die Kamera kurz schwenken. Ah, ich sage dir, du. So, ich will mal gucken, ob es das im Laufe der Zeit was bringt. Ich hoffe es zumindest, weil es doch ziemlich aufreibend, das Ganze hier. So, das ist jetzt mehr so ein Just-for-Fun-Ding hier. Das ist nämlich unsere Pilea, die Pilea peperomioides, die ich hier einfach mal reingestellt habe, weil es ihr damals nicht so gut ging. Die Wurzeln waren kaputt und ne, naja, wollten sie retten. Und dann seitdem steht sie halt rum und ich gieße immer ab und zu was rein. Ohne zu messen tatsächlich auch. Ne? Das mache ich auch. Ne? Ich messe nicht alles nach, sondern nur da, wo es dann interessant sein könnte. Und heute könnte es interessant sein. Deswegen machen wir das jetzt auch und nehmen sie mal raus. Hier, ich gieße immer nur einen Schluck rein hier, dass hier unten so eine Pfütze drin steht. Also ich baller das nicht voll, das Glas, sondern immer, dass hier unten eine Pfütze drin steht. Frag mich nicht, was ich reingegossen habe. Mal dies, mal das, mal jenes. So ist das, ne? So, dann nehmen wir das mal raus hier. Halten unsere Rüssel da mal dran. Riecht alles gut, obwohl das hier aussieht, als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Aber das ist okay. So, das heißt also auch hier, das sieht aus wie, naja, ne, sagen wir lieber nicht. Okay, dann messen wir jetzt aber auch hier nach, damit wir Gewissheit haben, was Sache ist. Damit wir da dann später auch mal einen Schritt weiterkommen mit der Geschichte hier. Oh, das ist interessant, der pH-Wert geht hoch. Das ist schon mal, ja, ist auf jeden Fall nicht abgeballert, das ist gut. Pass mal auf, das muss ich dann doch jetzt erstmal irgendwie positionieren hier, dass mir das stehen bleibt. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Er geht nämlich jetzt doch runter, interessanterweise. Okay, ich stelle das mal eben so hin, dass wir gleich auch was sehen können, beziehungsweise wissen, was da Sache in der Pfütze ist. Ja, das ist schon interessant, muss ich sagen. Das Schätzchen hier so lange da drin rumsteht und ne, wir gucken das, wie gesagt, auch ein bisschen genauer an. Pass mal auf, wann ich viel Tamtam mache, damit ich auch ein bisschen Zeit rumkriege. Währenddessen ich immer wieder warten muss. Das ist immer so eine Sache, ne? Ich kann halt nämlich nie warten. Ja, also Wurzeln sehen soweit gut aus, muss ich sagen. Da ist jetzt nichts irgendwie am Faulen oder so. Das ist ganz okay. Man sieht es der Pflanze ja auch an, da geht es ja gut. Das sind viele kleine weiße Wurzeln auch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ein schöner, kompakter Teller auch tatsächlich. Also das läuft soweit ganz gut. So, und was sagt er mir jetzt hier? Vielleicht weiß ich es ja schon. Nein, er geht noch weiter runter. Wir sind jetzt bei 6,8. Nö, bleibt stehen. Doch, geht runter. 6,81. Okay, wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Immer dieses Hin- und Hergerenne. So, was haben wir jetzt hier? pH-Wert von 6,66. Ja, okay, also das läuft richtig rund, muss ich sagen. Interessanterweise. Und das Projekt läuft ja schon über ein halbes Jahr. Wie gesagt, ist so ein Just-for-Fun-Ding einfach. Ne? Haben wir dann einfach so gelassen, wie es war. Und gut ist, ach, du lachst dich kaputt, wohl. 80 Mikrosiemens haben wir hier drin. Das kannst du jetzt nicht sehen. Ich halte mal auf Hold. Und zeig's dir gleich. Oder besser jetzt. Pass mal auf, ich hoffe, man kann es ablesen. Das ist auch immer mit dem Licht so eine Sache, ne? Ich sehe Gott sei Dank auch nichts hier. So, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. 80 Mikrosiemens. Boah, das ist jetzt mal ein Ding. Okay, nehme ich einfach so mit. Also ist hier nichts verkehrt gelaufen in dem Sinne. Aber trotz alledem wollen wir die Suppe jetzt dann doch mal rausbringen. Also Glas mache ich einmal kurz sauber. Und dann, ja, kriegt das Schätzchen auch was Neues. Dafür, dass ich hier immer nur Pi mal Daumen irgendwas reingekippt habe, sah das jetzt relativ gut aus, muss ich sagen. Also wie gesagt, immer nur eine kleine Pfütze. Ne? Also nie voll gießen, auch hier. Nehmt das, was ich vorhin angesetzt hatte, wo wir die 120 Mikrosiemens hatten, ne? Mit dem Calciumcarbonat und dem Wasserstoffperoxid. So, okay, das reicht vollkommen aus. Ne? Also nicht voll machen das Glas, lieber so alle 2-3 Tage einen kleinen Schluck reingießen. Ist tatsächlich besser, wie wir sehen. Also es läuft total klasse. So, was wir jetzt noch machen, wir gucken jetzt einmal kurz hier nochmal ins Glas auf dem Bodengrund, um zu sehen, was da los ist. Dass wir also wirklich alles mitnehmen, was passiert im Laufe der Zeit. Aber eins darf man nicht vergessen, das ist ja schon eine ja, etwas längere Serie.
Aber trotz alledem, die das regelmäßig verfolgen, denen möchte ich das natürlich mitgeben, was hier sich so wie entwickelt. Aber das sieht schon schön aus, muss ich sagen. Okay. Am 18.12.2020 haben wir das Ganze hier gestartet mit einem klitzekleinen Stecki. So, mittlerweile ist das schon die zweite Pflanze, die darauf wächst. Dann fahren wir noch ein bisschen weiter runter. Das sieht recht gut aus, muss ich sagen. Ja, das ist alles soweit okay. Und dann schauen wir uns mal den Grund an, denn das ist jetzt natürlich sehr interessant. Ja, das ist hier der Rest in dem Sinne oder das, was vom Calciumcarbonat sich absetzt. Inwieweit das jetzt was ist, ich bin kein Chemiker. Also was da jetzt gelöst, sich daraus gelöst hat aus dem Calciumcarbonat und was davon übrig bleibt. Ja, ganz scharf kriege ich es jetzt wahrscheinlich nicht hin, ungefähr so. Kann ich nicht sagen, ne? Wie gesagt, das ist, aber es hat sich etwas abgesetzt, ne? Definitiv. Ja, vielleicht kann uns da einer helfen, der ein bisschen Chemiker ist vielleicht. Weil das wäre sehr interessant. Vor allen Dingen hat das jetzt einen positiven Dauereffekt oder könnte das einen negativen Effekt im Laufe der Zeit hervorrufen, wenn wir noch mehr Calciumcarbonat dazuführen, immer wieder mal, ne, um den pH-Wert zu erhöhen. Ja, auf jeden Fall auch eine interessante Sache, muss ich sagen. Okay, das heißt, wir werden ein neues Experiment hier mitmachen und zwar auch mit Wasserstoffperoxid. Ne? Einfach, um auch Sauerstoff reinzubringen. Und in der Dosis, wie wir das jetzt haben, sollte da nichts passieren. Gehe ich jetzt von aus. Jetzt müssen wir ungefähr wissen, was wir hier an Liter drin haben. Es müssen ungefähr 1,5 Liter sein. Und dementsprechend werden wir das Wasserstoffperoxid einfach dazugeben. Okay. So, eigentlich, genau. Okay. Eigentlich schon viel zu spät für mich. So, den lassen wir im Moment drin hängen. Ich werde jetzt die Variante nehmen, die wir gemacht haben, die verdünnte Version von dem H2O2 mit dem Leitungswasser. Ne? Weil hier sowieso schon der pH-Wert runtergehen ist. Machen wir das jetzt einfach, ne? Okay, auf 1 Liter 15 Milliliter waren das, ne? Dann nehmen wir jetzt erstmal die 15 Milliliter und geben die hier rein. So. Und dementsprechend die Hälfte davon nochmal, ne? Das sind 7,5. So, okay. Zup. Die Spritze ist cool. Die ist richtig cool. Die hat insgesamt 20 Milliliter, geht aber tatsächlich bis 24 Milliliter. Okay, das war also die Variante mit dem pH-Wert 7,4 ungefähr. Ja, jetzt warte ich der Dinge ab, die da passieren. Da wird nichts Schlimmes passieren, definitiv nicht, aber den pH-Wert müssen wir beobachten. Ne? Das ist schon ganz wichtig bei dem Schätzchen hier. Und er möchte ihn gerne um die 7 haben. Dann wächst er am besten. So, jetzt mache ich nochmal eine kurze Pause. Boah, ich sage dir, der ist heute aber auch, du. Manchmal fragt man sich dann, wenn man so lange rumhampelt, macht das überhaupt Sinn, will das überhaupt einer wissen? Ne? Ist so. Aber weißt du was, ich glaube in 1-2 Jahren werden wir uns zurückerinnern. Denn das ist noch nicht Ende Gelände. Es gibt mit Sicherheit noch das eine oder andere auszutesten. Natürlich müssen wir gucken, dass wir die Parameter so zusammenklatschen, dass das dann einfach in der Handhabung ist. Ne? Aber ich denke mal, das kriegen wir im Laufe der Zeit schon hin. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass hier bei dem Monstera Adansonii der Mikrosiemenswert gestiegen war, habe ich die anderen mal kurz gecheckt und da sieht das nämlich auch so aus. Ja, interessante Sache. So, wir haben jetzt pH-Wert von 6,81. Das ist ein kleines bisschen gestiegen. Jetzt ist aber noch nicht lange her, 10 Minuten ungefähr. Eine Reaction kann ich noch nicht sehen, also belasse ich das jetzt hier so stehen. Gehe jetzt erstmal eine Stunde schlafen und in 2 Stunden ungefähr werde ich den Rest dann noch filmen, dass wir so vielleicht das eine oder andere noch mitnehmen können. Weil die Sachen müssen reagieren miteinander. Das ist nun mal so. Ne? Also das geht nicht jetzt von jetzt auf gleich alles. Das dauert halt ein bisschen. Interessanterweise ist auch hier bei dem Leitungswasser mit dem H2O2, also im Gemisch, mit dem reduzierten, was wir dazugeführt haben, die 15 Milliliter, überall Luftblasen drin. Und bei dem reinen Osmosewasser tatsächlich nicht. Allerdings hatte ich ja schon das Calciumcarbonat mit drin. Ja, du siehst schon, ich muss mich eine Stunde hinlegen. Erstmal auf jeden Fall cool, dass das alles so läuft. Ne? Nur wir müssen gucken, dass wir das so, ja, ich würde mal sagen, irgendwann genauer hinbekommen dann, ne? Dass man genau weiß, 1 Liter Wasser, so und so viel H2O, so und so viel Calciumcarbonat, so und so viel Dünger. Dementsprechend auf 500 oder auf 1000 angewendet, je nachdem, oder auch weniger, auf 250 oder auch noch weniger oder wie auch immer. Dass man dann im Prinzip so eine kleine Tabelle hat, wo man dann sehen kann, wie viel wo dazugegeben wird, damit es funktioniert. Lol. Aber abgesehen davon wissen wir auch, jede Pflanze verbraucht alles etwas anders und von daher sind auch da die Parameter immer wieder anzupassen. It is so it is. Okay, also, wir sehen uns gleich wieder auf jeden Fall. Nein, jetzt sofort. Aber ich hau mich erstmal eine Stunde ins Bett. Okay.
Nach meinem Schläfchen kommen wir jetzt zu den Juwelorchideen. Die haben wir hier im reinen Wasser, unsere Stecklinge, die haben wir gemeinsam bewurzelt, oder sind sie dabei zu bewurzeln. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht, dass man auch von Anfang an sehen kann, wie die Wurzeln sich entwickeln. Ich denke, man kann es ganz gut erkennen über diese kleinen weißen Spitzen. Also das funktioniert richtig genial, das muss ich sagen. Richtig klasse. Alles easy, alles cool. Das läuft also richtig genial. Bei den Juwelorchideen, auch hiervon werde ich euch immer wieder mal ein kleines Update geben, damit wir sehen können, wie sie sich dann dementsprechend entwickeln. Auch diese Juwelorchideen, die hatten wir von dem Schiffchen, machen mittlerweile Wurzeln. Ich denke mal, das kann man so schon ganz gut erkennen. Ja, auch das läuft richtig gut, muss ich sagen. Ja, manchmal ist es auch besser, ja, wenn es nicht richtig läuft, abschneiden, ins Wasser stellen und dann was Neues von machen, bevor man die Pflanze komplett kaputt gehen lässt. Auf jeden Fall. So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Projekt hier. Es gibt keine, doch eine, doch klar, eine Veränderung gibt es. Und zwar nicht im Wurzelbereich, da tut sich gar nichts. Also sichtbar in dem Sinne, dass man eine Reaktion sehen könnte. Das ist alles soweit okay. Aber in dem Zuge ist das auch nicht ganz so wild, denn hier wollen wir gucken, dass wir die Regelmäßigkeit reinbringen. Das heißt also nicht irgendwie das mit Wasserstoffperoxid behandeln, um irgendwas hervorzurufen, ganz schnell, um irgendeinen Schaden zu beseitigen oder so, sondern eine kontinuierliche Versorgung. Pass mal auf. pH-Wert hat sich also nicht verändert. Das ist so geblieben jetzt. Wir haben es jetzt gut 2 Stunden später. Der Mikrosiemenswert ist allerdings um 10 gestiegen. Aber das hat jetzt nicht viel zu bedeuten hier bei der Größenordnung. Das ist soweit okay, würde ich sagen. Ja, insgesamt auf jeden Fall eine mega spannende Geschichte. Manchmal ist dann doch besser, wenn man alles nur noch mal eine Zeit lang später nachmisst. Wir haben jetzt bei dem Wasser, was wir vorhin angesetzt hatten, mit dem Calciumcarbonat einen pH-Wert von 7,3. Und wir hatten anfangs, ich habe es nämlich hier aufgeschrieben, einen pH-Wert von 7. Also ist er tatsächlich noch gestiegen und auch der Mikrosiemenswert ist noch gestiegen. Das muss ich eigentlich noch mal kurz nachmessen, um wie viel. Also, wenn man so eine Suppe ansetzt, ne, dann erstmal gucken, wie das eine Zeit lang später dann miteinander reagiert. Wir haben jetzt hier 135 Mikrosiemens. Ja, was heißt eine, wie lange später, bis wann oder wann ist dann der tatsächliche Wert gegeben? Hier hat man 120, also auch gestiegen. Hatte ich vorhin da schon gesagt, bei dem ganzen Projekt, bei dem Projekt mit dem Calciumcarbonat hatte ich vorhin nachgemessen, da ist überall also auch der Mikrosiemenswert tatsächlich gestiegen und der pH-Wert gesunken. Also, das wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall im Laufe der Zukunft, wie man das tatsächlich richtig handhaben kann. Von daher sind wir da ja momentan noch ganz am Anfang, aber was soll's, ne? Irgendwann fängt man an und ja, ich würde sagen, das lassen wir heute so stehen. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Die Thematik ist eine richtig coole Sache. Ja, hör mal auf, hier werde ich nochmal was dazugeben jetzt von dem mit dem Leitungswasser, ne? Richtig, richtig, das war mit dem Leitungswasser. Dass ich mich da nicht vertue hier, da werde ich nochmal 10 Milliliter dazugeben. Und dann morgen nochmal gucken, wie das aussieht hier. Also wir sehen, von der Konzentration her wird da nichts passieren an den Wurzeln. Im Gegenteil, wir bekommen Sauerstoff rein für eine gewisse Zeit. Und das hilft den Wurzeln natürlich dann, definitiv, ne? Aber inwieweit man wie viel zuführen muss, damit auch gegebenenfalls Bakterien, Fäulnisprozesse und so unterbunden werden, ob die Menge dafür ausreicht, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann im Laufe der Zukunft tatsächlich sehen. Ja, ich weiß, ist viel Stoff, aber es nutzt nichts. Der Anfang ist immer schwer, ne? Und in einiger Zeit wissen wir viel, viel mehr als heute. Und dementsprechend, ja, liebe Leute, geht's munterfröhlich weiter mit der Geschichte. Auch wenn das alles für mich jetzt ein bisschen viel Hampelei hier ist, weil ja, ist so, ne? Man muss sich Gedanken machen und gucken, was passiert. Und wir wollen ja auch die Pflanzen nicht killen, sondern wir wollen es ja, dass es denen richtig gut geht. Ne? Und von daher auf jeden Fall eine mega coole Sache, also spannende Sache auf jeden Fall. Das ist also richtig krass. Ich meine, hier hatten wir das ja angefangen mit dem Calciumcarbonat und das läuft richtig gut, ne? Definitiv. Und lange Zeit brauchten wir gar nicht einzugreifen. Ich habe immer mit der 500er Variante nachgegossen, die wir normalerweise ansetzen. Also Leitungswasser gemischt mit Osmosewasser, dementsprechend dann aufgedüngt. Und das hat jetzt lange Zeit gut funktioniert. Und jetzt mussten wir halt Calciumcarbonat nachlegen, aber nur ganz ein bisschen. Ne? Und mal gucken, ob wir das so dann tatsächlich in den Griff bekommen, dass es einfach wird für euch. Ne? Dass ihr euch diese Thematik nicht komplett antun müsst, sondern irgendwann mal gesagt werden kann, pass mal auf, so und so kannst du das machen.
Und dann läuft das schon und so kannst du dann auch helfen. Ne? Okay, yippie, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Tja, das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Wenn man erstmal ausgeschlafen hat, so ein bisschen wieder, ne? Und wichtig ist, dass man sich alles aufschreibt. Ne? Ganz, ganz wichtig, Detlef. Okay.